Es geht ja gar nicht darum, dass wir ein Denkmal von seinem Sockel stürzen, sondern es geht darum, irgendwann einmal ebenfalls auf einem Sockel zu stehen. Dafür ist es dann schon ziemlich blöde, wenn wir den anderen zu uns herunterreißen wollen, nur weil wir einen Fehler entdeckt haben. Viel klüger ist es, von ihm uns hochhelfen zu lassen. Ich sage dir meine vier wichtigsten Erkenntnisse über Helden und wie du garantiert deinem persönlichen Helden sehr, sehr nahe kommst. Und dieses Wochenende war es endlich soweit. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Das war für mich wie ein Wiedersehen. Denn ich war Arnold schon sehr, sehr lange sehr nah. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wer unsere Helden sind. Und wir können das nur dann ganz genau festlegen, wenn wir wissen, was wir an diesen Menschen besonders mögen und auch bewundern. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand perfekt ist. Und natürlich auch nicht, dass wir nach irgendjemandem schauen sollten, der möglichst keine Fehler hat. Das ist ganz wichtig. Denkmäler haben Fehler. Und Helden haben Fehler. Hier meine vier wichtigsten Erkenntnisse über Helden. Die ganz wichtige erste Erkenntnis: Helden haben sogar mehr Fehler als normale Menschen. Warum? Vielleicht ist das wie mit dem Licht und mit dem Schatten. Da, wo viel Licht ist, ja, da gibt es auch einen kräftigeren Schatten. Wo sehr große Stärken sind, da gibt es auch sehr große Schwächen. Jedenfalls habe ich das immer wieder festgestellt. Und am Anfang, ganz ehrlich, hat mich das gestört. Es hat mich entsetzt. Es hat mich enttäuscht. Aber dann habe ich etwas ganz Wichtiges gelernt. Es geht ja gar nicht darum, dass wir ein Denkmal von seinem Sockel stürzen, sondern es geht darum, irgendwann einmal ebenfalls auf einem Sockel zu stehen. Dafür ist es dann schon ziemlich blöde, wenn wir den anderen zu uns herunterreißen wollen. Nur weil wir einen Fehler entdeckt haben. Viel klüger ist es, von ihm uns hochhelfen zu lassen. Ich will ja ganz bestimmte Stärken lernen und nicht einen Menschen verehren. Das ist ein ganz großer Unterschied. Stärken lernen, nicht verehren. Ich will gezielt die Dinge stärken, die ich an mir entwickeln möchte. Und dafür gibt es nichts Besseres als die Nähe zu einem Helden. Das zweite Wichtige, was ich gelernt habe: Du musst nicht den Helden persönlich kennenlernen. Natürlich hilft das, wenn du es tust. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht von dem zurückhalten lassen, was wir gerade nicht haben. Und wenn wir die Nähe und die Bekanntschaft zu einem Helden nicht haben, so muss uns das nicht zurückhalten. Es gibt heute doch so viele Möglichkeiten, wie wir jemandem sehr nahe sein können. Das heißt, sehr viel über ihn erfahren können. Und die Dinge können wir zusammentragen. Wir können uns Filme anschauen, auch auf YouTube. Wir können Interviews anschauen. Wir können über ihn lesen, Zeitungsartikel, im Magazin. Wir können online so viel über jemanden erfahren. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Wenn wir einen Helden auswählen, so ist das Arbeit. Ja, liebe Freunde, das ist Arbeit und es kostet Zeit und Mühe. Ich sage dir, wie ich das gemacht habe. Ich habe damals schon vor Jahrzehnten, wirklich Jahrzehnten, alles gesammelt, was ich über Arnold Schwarzenegger finden konnte. Jeden Text. Es gab ja damals noch kein Internet. Also alles, was ich in Zeitungen gefunden habe, in Büchern gefunden habe, jedes Interview. Ich habe schließlich wirklich viele hunderte Seiten von Material gehabt. Und daraus habe ich mir das Wichtigste herausgeholt. Der dritte Tipp also heißt: Streng dich an, sammle, suche, mach es dir nicht einfach. Warum? Weil du es dir wert bist. Es gibt keine stärkere Kraft, um nach vorne zu kommen, als einen persönlichen Coach oder einen persönlichen Helden. Und natürlich wird uns das nicht einfach nur geschenkt. Wir müssen etwas dafür tun. Die ganze Anstrengung mündet dann darin, dass ich die vielen hunderten Seiten, die ich über Arnold gesammelt habe, auf 10 Punkte verdichtet habe. Und das ist jetzt der letzte, der vierte Tipp. Die 10 Punkte habe ich mir sehr lange jeden Morgen selber laut gesagt. Das nennt man Affirmation. Immer wieder 2, 3 Punkte, manchmal auch nur ein. Und am nächsten Morgen wieder 2, 3 oder nur ein. So wie ich gerade Lust und Zeit hatte und wie ich es auch brauchte. Und irgendwann einmal konnte ich diese Affirmation, diese Sätze, die eigentlich Arnolds Sätze sind, die jetzt meine Sätze wurden, so gut, dass ich in bestimmten Situationen ähnlich reden, denken und fühlen konnte wie Arnie. Wenn wir uns bewegen wie ein anderer, fühlen wir wie der andere. Wenn wir
wir reden wie der andere, seine Rede, da fangen wir an zu denken wie der andere. Was können wir anders besser tun, als zu fühlen und zu denken wie ein anderer? Dann werden wir ein Stück weit wie ein anderer. Zumindest habe ich mir das eingebildet. Und eins weiß ich genau, es hat mir sehr geholfen.